Die Krim-Krise und der daraus resultierende Konflikt zwischen Russland und den G7-Staaten scheint jetzt offenbar auch auf die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft zu drücken. Denn der IFO-Geschäftsklimaindex ist auf 110,7 Punkte gesunken, obwohl Analysten lediglich mit einem Rückgang auf 111,0 Punkte gerechnet hatten. Das kann dem deutschen Aktienindex am heutigen Vormittag allerdings nichts anhaben, denn der klettert jetzt um satte 115 Zähler oder 1,2% auf 9.303 Punkte. Das ist jetzt möglicherweise aber zunächst erst einmal nur eine technische Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste unseres Börsenbarometers. Wir haben eine Kaufempfehlung gesehen der Analysten von Bank of America Merrill Lynch für die BMW-Aktie. Davon konnte das Papier am Vormittag auch zunächst profitieren, kletterte bis auf 89,35 Euro im Hoch. Jetzt haben wir die BMW allerdings bei 88,25 Euro nur mit 0,2% im Minus, also unterdurchschnittlich im Vergleich zu allen anderen DAX-Werten. Wir haben aus dem SDAX Zahlen bekommen von dem Unternehmen Biotest, denn hier konnte man ein gutes Ergebnis zunächst auf den ersten Blick vorlegen. Der Umsatz, der kletterte nämlich um 13,8% auf 500,8 Millionen Euro. Interessant ist, dass das Wachstum in Deutschland stark ist, aber vor allen Dingen aufgrund des Internationalisierungskonzeptes und dieser Strategie hier bereits 81,3% der Erlöse außerhalb der Heimat erzielt werden können. Das Betriebsergebnis kletterte um 20,4% auf 53,8 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein Ergebnis pro Aktie hier vor Steuern von 2,54 Euro. Es konnte von 1,94 Euro auf 2,54 Euro gesteigert werden. Bemerkenswert, denn man hatte im Jahr 2013 auch eine Kapitalerhöhung zu verdauen. Die Dividende soll nun angehoben werden von 50 Cent auf 57 Cent je Stammaktie und von 56 auf 63 Cent je Vorzugsaktie. Der Ausblick scheint den Börsianern aber nicht so gut zu gefallen, denn man rechnet hier von Seiten des Vorstands mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum in Höhe von 10%. Das ist offenbar einigen zu wenig. 2,17% liegt die Aktie jetzt im roten Bereich bei 90,98 Euro. Vielleicht handeln einige auch nach dem Motto Sell on good news, verkaufen bei guten Nachrichten. Kontron hat allerdings ein weiteres Verlustjahr hier verbuchen müssen und kann nur gedämpfte Hoffnung auf bessere Zeiten wecken. Die Aktionäre sind deswegen enttäuscht. Kontron jetzt mit 4,1% im Minus bei 4,77 Euro und dieses Papier ist im TecDAX gelistet.